Jo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf Cake TV Uncut, der Kanal von Kanalding. Digga, KDTV, Cold Mirror, was geht, Bro? Alles cool? Sony Alpha 7.4, das Leben der Reichen und muss wunderschön sein. Ja, vor allem, wann sollte die denn geliefert werden? Ich überlege gerade. Eigentlich im Januar schon. Und wirklich, die haben schon gesagt, ja, wurde versendet und dann plötzlich so, ah, doch nicht, sorry. Kommt leider erst im März. Ja, das ist natürlich bitter gewesen. Ah, wirklich, die ist krank. Ich habe heute schon das erste Kuchen-Talks damit aufgenommen. Mwah, wirklich. Mwah, Baba. Drachenlord ist aus der Schanze raus und wird jetzt von seinen Hatern quer durch Deutschland verfolgt. Die Frage ist jetzt, was ist eigentlich sein Plan und was passiert mit der Schanze? Ich brauche einen neuen Namen. Die wird abgerissen, was habt ihr geglaubt? Ja, falls du einen neuen Freund brauchst, melde ich, ne? Heute im Video besprochen, deswegen fangen wir direkt an. Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ja, herzlich willkommen zurück bei der besten Sendung auf ganz YouTube. Ihr habt richtig gehört, meine Freunde. Der Drache ist aus der Schanze raus. Und einige Leute, die sich mit dem Thema noch nicht so gut befasst haben, haben sich vielleicht die Frage gestellt, was ist daran eigentlich so interessant? Man muss sich mal vorstellen, Rainer Winkler, aka der Drachenlord, ist jetzt 32 Jahre alt und er wohnt schon sein gesamtes Leben lang in diesem einem Haus. Das Haus befindet sich in Altschauerberg, was im Markt Emskirchen liegt. Und das wiederum hat ein richtig dummes Wappen. Ich meine, was soll das überhaupt sein? Digga, ey. Vor allem, weißt du, was mich an solchen Wappen immer stört? Stell dir mal vor, du musst das nachzeichnen. Digga, das kriegst du doch im Leben nicht hin. Ja, ein Hund. Jedenfalls steht hier eins der berühmtesten Häuser Deutschlands. Aber das war nicht immer so. 2011 hat Rainer hier noch... Digga, wie sauber und normal das Haus da noch aussah, ne? Ey, wirklich, ich hab Bilder gesehen von Haus, wie es jetzt drinnen aussieht. Es, wirklich, also ich, selbst ich hab Mitleid mit der Familie, Mann. So, das, also du musst dir mal vorstellen, so, sein Vater ist ja tot, so gehen wir mal aus, gibt irgendwie einen Himmel und so, jetzt nur mal angenommen, und der guckt auf dieses Haus runter, wie sein Sohn sich macht, und der hat das Haus so runtergewirtschaftet, dass er es für den Bruchteil des Wertes verkaufen musste, und das Einzige, was die Leute jetzt machen können, ist es abzureißen. Digga, also, Real Talk, das muss einem doch selber wehtun, oder nicht? Wenn ich da wirklich mal so dran nachdenke, dass mein Vater mir sowas hinterlassen würde, also gut, mit meinem Vater habe ich jetzt Beef, aber nehmen wir mal nicht mit meinem Vater so richtig dicke so, das ist doch auch irgendwie so eine Bringschuld einfach an den, dass er dir das, wofür der vielleicht sein halbes Leben gearbeitet hat, dass der dir das gibt. So, das ist doch, also das ist so, ich weiß nicht, da habe ich selber für mich doch dann auch so diesen Anspruch, das halt gut zu machen, oder nicht? Und ich weiß jetzt nicht, ob das Bilder von 2011 sind, aber wenn ihr sehen würdet, wie das heute aussieht, Digga, es ist vorbei. Wirklich, es ist halt vorbei. Das war schon da eine Ruine. Ja, okay, es war jetzt kein modernes, neues Haus oder so, das muss man dazu sagen, aber wenn du das mal mit heute vergleichst, das ist bitter. Mit seinen Eltern und seiner Schwester gewohnt, aber im gleichen Jahr ist dann sein Vater an Krebs verstorben. Nur wenige Wochen später sind dann seine Mutter und seine Schwester aus dem Haus ausgezogen und ab da ging's bergab. Der User Drachenlord 1510 wurde auf YouTube erstellt und er lud hauptsächlich solche Tanzvideos oder sowas hoch. In meinem Audi, Skrrr, in meinem Audi. Alter, die Kurve zu krass. Aber wenn du sowas auf YouTube hochlädst, dann wirst du dafür Hate bekommen. So, das ist der wahre Lügenlord bist du. Ah! Oh, mich getroffen. Ruf einen Krankenwagen. Aber nicht für mich, denn ich bann dich einfach. Nicht logisch. Das Problem dabei ist aber, dass der Drachenlord 1510 nicht wusste, wie man mit Hate umgeht und anscheinend immer noch nicht weiß. Weil entweder du machst dich halt drüber lustig oder du ignorierst es komplett. So, das ist nicht schwer. Aber stattdessen hat er was gemacht. Er hat ein Video veröffentlicht, wo seine Adresse liegt. Ich habe heute einen Aufruf an euch, kleinen miesen Drecksschweine. Ja, wer auch immer das war, traut euch, kommt zu mir als Schauerberg. Kirchen. Traut euch, kommt zu mir und legt euch mit mir an. Ich prügel die Scheiße aus euch raus. Die nächsten Jahre. Vor allem, okay, er hat jetzt halt die Straße genannt und dann die Zahl zensiert. Also, Bro, die Straße ist halt einen Kilometer lang. Also, und man weiß, wie das Haus aussieht. Also, ich weiß jetzt nicht, ob die Zensierung irgendwas gebracht hat, Bro. Nicht aber gerade besser. Viele Leute wurden auf ihn aufmerksam. Viele tausende Leute wurden auf ihn aufmerksam. Das war, obwohl er sein Content geändert hat. Aber die Art, wie er mit dem Hate umgeht, hat sich leider nie geändert. Man muss aber an der Stelle auch mal so fair sein und sagen, yo, viel Hate wurde auch berechtigt ausgesprochen, weil er viele frauenfeindliche, diskriminierende, rassistische, sexistische, was auch immer Sachen gesagt hat. Ich würde es mal behaupten, es hat nicht gerade geholfen. Wie findest du Holocaust? Ja, ein Holocaust wäre natürlich eine richtig nice Sache. Aber wenn man das halt... War das nicht so ironisch von ihm? Hat man da nicht irgendwas weggeschnitten? Ich hoff's einfach mal, oder? Es ist doch bestimmt irgendein Drachenhater im Chat. Da, sagt mir bitte, da wurde irgendwas weggedingst. So im Sinne von so, ja. Ja eben, das klang irgendwie so ein bisschen ironisch halt. Ne, bitte, ich bitte euch wirklich, schreibt bitte einfach rein, dass es nicht ernst gemeint war. Irgendwer muss sich doch damit auskennen. Objektiv betrachtet, dann kommt... Er hat das verwechselt. Ey, wie soll man das denn verwechseln? Ach, den Holocaust. Ah, der ist natürlich schlecht. Was soll man denn da verstanden haben?
kommt man relativ schnell drauf, so, dass es mangelt hier einfach an Intelligenz. Und das ist halt echt nicht böse gemeint, das ist halt leider die bittere Realität. Ich meine, in einem von seinen letzten Vlogs hat er gesagt, er weiß nicht, wie weit Frankfurt von ihm entfernt ist, weil er schlecht in Geologie ist. Nachdem seine Adresse jetzt aber öffentlich bekannt war, gab es schon seit 2015 viele, viele Pilgerfahrten zu seinem Haus. Ja. Das heißt, Leute sind hingegangen. Ja, wie gesagt, also ich persönlich bin da auch halt wirklich so geteilter Meinung. Also ich finde, sowas wie dieses Pilgerfest und so weiter muss halt einfach nicht sein, weil ja die Polizei das auch untersagt, davon mangels abgesehen. Und an sich kann ich auf jeden Fall verstehen, dass man den Drachenlord kritisiert, gar keine Frage, ne, weil wie Kaiser News auch schon richtig gesagt hat, ne, der macht super viele Aussagen, die halt einfach weird sind, aber ich finde, was auch immer die andere Seite der Medaille ist, ist halt, Drachenlord ist halt ein Mensch, der wirklich super dumm ist. Und ist jetzt nur meine persönliche Einschätzung, er ist jetzt keine Ferndiagnose, ne, die kritisiere ich ja seit einiger Zeit immer, das kann ich jetzt nicht mehr machen, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn der wirklich mal so einen IQ-Test machen würde, dass der wirklich sehr nah an einer geistigen Behinderung dran ist. Kann ich mir vorstellen zumindest, ne, bei dem, was der halt so äußert, weiß ich natürlich nicht, kann auch privat der klügste Mensch der Welt sein, vielleicht will er auch gehatet werden, ist vielleicht sein Fetisch, keine Ahnung, so, aber was mich daran halt dann einfach stört, ist halt so, die Hater wissen ja zum Beispiel genau, wie der tickt. Und die wissen auch genau, dass er einfach dumm ist. Und du versuchst jetzt einfach dem Drachenlord irgendwelche Worte in den Mund zu legen. Du versuchst die ganze Zeit so komische Fragen zu stellen, bis er dann mal irgendwas Dummes gesagt hat. Und da machst du dich halt darüber lustig, so, ne? Und ich sag mal, das ist das Gleiche wie mit einem Kind, so, ne? Wenn Noah jetzt 4, 5 oder 6 ist, so klar, ich kann ihn auch dazu bringen, die komischen Sachen zu sagen. So, wenn ich ihn dann aber dafür, dann mich darüber lustig mache, dass er dann das gesagt hat, was ich halt wollte, sozusagen, weiß ich nicht, fühle ich halt persönlich nicht, ne? Ich meine, wenn man sich ein bisschen drüber lustig macht, so, okay. Ne, ja, mein Gott, ist halt das Internet, aber das ist ja wirklich, also das ist ja wirklich einfach nur noch Hass, so der da wirklich entgegenkommt, ne, mit was da schon alles war, ne, da wurde ja auch mal so ein Drachenhater irgendwie verknackt, der auch 24 war, der glaube ich auch noch im Kinderzimmer gewohnt hat, der dann irgendwie Kinderpornos zu Hause hatte, die er angeblich zum Drachenlord schicken wollte und hat irgendwie so Kreditkartenbetrug begangen und so weiter, also gefahren und haben ihn einfach belästigt oder haben irgendwelche Sachen auf sein Grundstück geworfen. Das ist dann vielleicht für die Leute, die das als Joke sehen, ganz witzig, obwohl es halt mega kindisch und strafbar ist, aber was viele Leute vergessen ist, dass Rainer auch noch Nachbarn hat, die jetzt zwar nicht unmittelbar neben ihm wohnen, aber trotzdem im gleichen Ort bzw. im gleichen Umfeld und ich hätte nicht Bock, jeden Tag sowas hier zu hören. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, meine Freunde. Stellt euch mal vor, ihr wohnt dort. Stellt euch den wirtschaftlichen Schaden an eurem Haus vor. Ich rede jetzt explizit davon, dass du dein Haus, solange Rainer dort wohnt, was jetzt nicht mehr der Fall ist, glücklicherweise, einfach never verkaufen kannst. Vor allem, ich habe gesehen, irgendwie der BR, ich weiß nicht, ob das echt ist, ich glaube, der hat einen Beitrag darüber gemacht, dass der Drachenlord weggezogen ist. Und die haben, glaube ich, sogar 1, 2 Leute interviewt, die da gewohnt haben. Und die haben wohl gesagt, dass die jetzt so ein Dorffest machen. Die machen jetzt so ein Dorffest, weil der da nicht mehr wohnt anscheinend. Ich weiß nicht, ob das real ist. Sah aber so aus, weil es auch, also, ne, so gut gemacht ist. Aber stell dir mal vor, du ziehst aus deinem Dorf weg und die Dorfbewohner machen Fest dafür. Digga. Du wirst es an niemanden los, außer an irgendeinen Hater, der dir vielleicht 10.000 Euro gibt oder so. Plus, und das ist halt wirklich Arsch, wenn du wirklich mal Hilfe brauchst von der Polizei, dann wird sie wahrscheinlich gerade auf Abruf sein und halt, du wirst nichts kriegen. Wir kommen ja von da oben runtergefahren, der Weg, wo eigentlich verboten ist, wo man eigentlich nicht durchfahren darf, fahren die einfach durch. Und filmen uns von oben runter. Und am nächsten Tag stand halt was im Internet. Und das hat mich dann schon echt aufgeregt. Und das heißt, auch über sie stehen Sachen im Internet? Ja, auch über ihn stehen Sachen im Internet. Jeder wird damit reingezogen. Und genau das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Jeder Mensch, der sich hier einmischt, wird involviert in die ganze... Ja, Digga, Real Talk, ich würde auch das Grundstück von Drachenlord, also ich würde da entweder so ein Museum oder sowas draus machen, dass man da rumgehen kann. Halt echt so mit einem, vielleicht ein Restaurant, Fanshop. So ein Restaurant, wo man da wirklich so die Sachen kocht, die halt so Drachenlord auch mal in seinen Videos irgendwie gemacht hat. Ne? Der hat doch mal irgendwie so einen Fleischsalat irgendwie gemacht, wo er dann so richtig dicke Fleischbrocken irgendwie so reingemacht hat. Ich würde das feiern, Mann. Geschichte, bis er sich irgendwann mal abkapselt. Und drum steht der Lord am Ende. Ja, die Live-Hits-Doku war schon echt scheiße. Er hat keine Freunde mehr. Bis auf Amala. Amala. Ein Gutachten vor Gericht verlesen hat ihm verminderte Intelligenz bescheinigt. Ja, guck, und da wird halt jemand, der eine verminderte Intelligenz hat, einfach fertig gemacht von Leuten so, die sich halt über ihn stellen. Ich weiß nicht. Was ist denn das neue 13-Frage? Und der ist der Steiner. Und irgendwann fragt man sich halt auch, gibt es nicht irgendwelche Versuche, die getätigt werden, um diesen Hate aufzuhalten? Ja, das gab es tatsächlich, nämlich 2015. Ende 2015 hat Rainer ein Video auf seinem Kanal hochgeladen, wo es darum geht, dass er angeblich tot ist. Das ganze Todvortäuschen hat allerdings nicht lange gehalten, weil wenige Stunden darauf hat er ein neues Let's Play gepostet. Ja, was soll ich euch sagen? Jedenfalls gab es in 2018 das berühmte Schanzenfest, das größte Event in der Geschichte des Drachenlords, könnte man fast schon sagen, wo 800 Leute zu seinem Grundstück auf einmal gepilgert sind. Etwa 700 Menschen sind vergangenen Montag dem anonymen Aufruf im Internet gefolgt und in das 40-Einwohner-Dorf in der Nähe von Nürnberg gekommen. Auch Österreicher sind angereist, heißt es von der Polizei.
Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch schon oft mal so eine Art Minderwertigkeitskomplex gehabt, wo man dann halt denkt, bin ich wirklich so scheiße? Liegt das wirklich an mir? Bin ich wirklich ein solcher Idiot oder bin ich wirklich so wenig wert? Mhm. Auf der anderen Seite denke ich mir dann aber auch oft halt einfach, das liegt halt auch irgendwo am Unvermögen der Leute. Und jetzt, meine Freunde, befinden wir uns im Staffelfinale. Denn ja, Rainer hat tatsächlich die Schanze verlassen. Die Gemeinde Emskirchen hat sein Grundstück samt Haus aufgekauft für, man munkelt, ungefähr 70.000 Euro. Man weiß es nicht genau, ob das stimmt oder nicht. Das Ding ist, was ich übrigens gehört habe, wo ich mir auch so denke, ey, das ist doch nicht sein Ernst, Mann. Anscheinend wollte die Gemeinde ihm 120.000 Euro geben, aber weil er das nicht selber leerräumen wollte, wurde das irgendwie, das und die Abrisskosten wurden dann irgendwie abgezogen, deswegen hat er nur 70 bekommen. Digga, und von diesen 70.000 hat er sich ein 40.000 Euro Auto geholt, ich komme nicht drauf klar, wirklich. Digga, wenn er die 70.000 Euro in Dividendenaktien gesteckt hätte, hätte er jedes Jahr so bestimmt so 2.500 Euro gemacht, vielleicht 3.000, je nachdem, wo er rein investiert. Stattdessen holt er sich einen Ford Focus. Digga, es tut weh, Mann. Aber falls das stimmt, dann ist die Hälfte eh schon wieder in seinem neuen Auto reingebuttert worden. Jedenfalls war bereits ein Entrümpelungsteam bei ihm zu Hause und davon gibt es natürlich auch Bilder. Und ich sage das jetzt der Fairness halber, ich zeige diese Bilder nur, weil es so viele Roomtouren und eigene Vlogs in seinem Haus gibt. Also alles, was man hier sieht, hat Rainer selber schon mal gezeigt. Also das ist die Schanze gerade aktuell. Ich schaue mir die Bilder jetzt zum zweiten Mal. Digga. Erst live an. Man sieht hier, wie verwest das Ganze draußen ist und das sieht... Schaut sich allein die Tür an. Ich meine, das sieht gar nicht mehr gut aus. Und da hat er gewohnt, ne? Das war okay für ihn so. Der dachte sich so, ja okay, so wohne ich halt. Wir gehen hier ins Innere. Ich hab gelesen einen Kommentar, da hat einer geschrieben, yo, hier wird wahrscheinlich der nächste Saw-Film gedreht. Auf jeden Fall sind noch seine Poster hier am Start. Ansonsten ist nicht mehr viel übrig. Digga, guck dir alleine mal an, Dark, dankeschön, wie viel Spinnenweben hier auch sind. Du siehst hier die ganzen Spinnenweben und so. Und auch wie das natürlich aussieht, so, da hat er drin geduscht. Der hat sich da wohlgefühlt, der dachte so, ja Mann, das ist es. Also Digga, jetzt mal Real Talk, man kann ja vom Drachenlord wirklich halten, was man möchte, aber der braucht doch Hilfe. Also du kannst doch einen Menschen nicht so leben lassen. Natürlich noch seine Badewanne, die auch nicht mehr ganz gut aussieht, Spinnenweben überall. Ja, guck dir das an, Alter. Hauptsache so ein Poster da. Ey. Schaut sich das an. Wer kann hier wohnen? Es war wirklich an der Zeit, dass Rainer die Schanze verlassen hat. Und vielleicht geht es ja auch ab jetzt bergauf. Und die Bilder, die ich euch jetzt gerade gezeigt habe, sind natürlich von Telegram. Da gibt es jetzt mehrere Gruppen, die halt versuchen herauszufinden, wo gerade der aktuelle Standort ist vom Drachenlord selber, weil er bewegt sich gerade von Hotel zu Hotel. Und das erste Hotel, wo er untergekommen ist, haben die Hater sogar rausgefunden und haben dann dort angerufen. Hallo, guten Tag. Ich wollte noch fragen nach dem Rainer Winkler, weil ich wollte mit ihm reden. Der Herr Winkler ist nicht im Chaos. Der ist ausgecheckt. Ja, ich war schon im Zimmer, weil da habe ich so ein paar Anrufe gehabt und es gibt keine Sache mehr. Das Zimmer ist schmutzig und es gibt keinen Gast mehr. Ja, stimmt, meine Freunde. Rainer hat offiziell keinen festen Wohnsitz und das bedeutet, er wohnt in seinem Auto. Und warum ist diese Information so wichtig? Weil ich es vor einem Monat einfach gecallt habe. Top Comment, zu Recht. Momentan befindet sich der Lord auf einer Art Deutschland-Tour, eben quer durch Deutschland. Er ist gerade relativ weit unten in der Nähe von Nürnberg und versucht nach Hamburg raufzukommen. Ich glaube, das heißt, er fährt vielleicht darüber Braunschweig. Uiuiuiui. Selber noch nicht so wirklich einen Plan hat, wo es gerade hingeht und vielleicht ist es auch nur eine falsche Route, auf die er die Leute eben führen will und vielleicht hat er auch schon einen Plan, ich weiß es nicht. Ja, Aya Sekura, Top 10 Dinge, Leute, die auf jeden Fall passiert sind. Und da habe ich eben auch ein Statement von denen gefunden. Wir sprechen nicht für alle Hater, wir wollen auch nicht für alle sprechen, noch wollen wir uns als Kontrollorgan sehen. Dennoch darf davon ausgegangen werden, dass wir Straftaten gegen Herrn Wingelwongel in welcher Form auch immer ablehnen, wollen dabei aber nicht außer Acht lassen, Wingelwongel, dass der eben genannte etwas dickere Herr seinen Teil dazu beiträgt, immer mehr Öl in... Die Benzinkosten werden ihn gar nicht passen. Ja, vor allem, ich habe das ja auch direkt gesagt, als der sein Haus verkauft hat. Ich habe sogar mal so einen Talk gehabt mit so einem Drachenhater, der danach sogar todesgehatet wurde, weil der mit mir getalkt hat. Das fand ich auch so geil, Alter. Oh, Junge, das ist auch mega gewesen. Aber auf jeden Fall gab es da halt so einen Talk auf jeden Fall. Und da habe ich schon gesagt, das Beste, was er machen kann, ist einfach nur sein Haus zu verkaufen. Ja, einfach nur sein Haus verkaufen und sich eine Wohnung irgendwo holen. Ich sag mal, mit 120.000, ja, kriegst du halt nichts Großes. Ich sag mal, wenn du jetzt wirklich so ein bisschen abgelegen bist, was für Drachenlord ganz gut ist, eine 2-3-Zimmer-Wohnung kriegst du da vielleicht noch, keine Ahnung. So, das wäre halt wahrscheinlich das Beste, was du hättest machen können. So, und guck mal, der ist jetzt halt obdachlos, der hat ja gerade halt einfach keine Wohnung, hat halt jetzt nur sein Auto, fährt halt rum. Erstmal natürlich, wie gesagt, die Spritkosten, so ein Ford Ranger, keine Ahnung, was der verbraucht, aber bestimmt jetzt gerade nicht wenig, kann ich mir vorstellen. Und,
bestimmt jetzt gerade nicht wenig. Und du musst mir überlegen, so, der hat ja die ganze Zeit jetzt diese laufenden Kosten. Und ich sag mal, 10,3 Liter, so überleg mal. Und wenn er jetzt alleine wenn er von Frankfurt nach Hamburg fährt, was bestimmt so 600 Kilometer sind, sagen wir mal so 60 Liter weg, ja so 100, 120, 140 Euro ungefähr. So, das ist halt, also ich verstehe das einfach nicht. So, also der Typ, Real Talk, der braucht Hilfe. Der braucht einfach Real Talk Hilfe. So, und deswegen, ich verstehe das nicht, Digga. Das sind so Dinge, die ich halt wirklich einfach, die ich nicht nachvollziehen kann, Mann. Also dem muss doch irgendwer mal helfen, das ist doch nicht normal. Ins Feuer zu gießen. Ich hoffe auch wirklich, dass es ernst gemeint ist und dass hier wirklich keine Straftaten hier vorbereitet werden, weil stellt euch mal wirklich vor, irgendwer schlitzt ihm seine Reifen auf mit einem Messer, dann stirbt der Lord. Ich meine, das ist jetzt wirklich kein Spaß mehr. Das haben wirklich Leute reingeschrieben in die Telegram-Gruppe. Und wenn das passiert und wenn ihr erwischt werdet, ich sag's euch, euer Leben ist ja halt komplett over und das für absolut gar nichts. Also schaut's mal. Das Ding ist auch ja provoziert. Ja, das stimmt schon. Ja, keine Ahnung, wie gesagt, also klar, man kann die Hater halt irgendwo natürlich schon verstehen, ne? Drachenlord liefert halt super viel Met, ne? Also. Ich nehme mich da nicht raus. Also ich persönlich bin auch jemand, der sich gerne irgendwie mal so Best of Drachenlord oder sowas anguckt, ne, weil es halt wirklich schon sehr lustig ist. Aber es gibt halt Dinge, die einfach zu weit gehen, ne? Und also, ne, wie gesagt, Drachenlord ist halt auch jetzt, also was macht der denn jetzt? Ich meine, gut, ne, der hat ja auch, glaube ich, in 10 Tagen seine Verhandlung oder 15 oder so. Ich sag mal, also das klingt halt hart, aber Real Talk, wenn er Glück hat, muss er in den Knast, weil er dann erstmal für ein paar Jahre safe ist. Oder halt für ein Jahr, je nachdem, ne? Bitte drauf, dass es so gut wie es geht fair bleibt. Ich meine, Alter, der Typ kann eh nie wieder normal leben. Und jetzt, meine Freunde, gibt's für mich 3 Optionen, wie das Ganze hier enden könnte. Option Nummer 1, der Drachenlord findet eine neue Wohnung und dort geht das Drachengame einfach komplett weiter, nur halt mit neuem Standort. Wir nehmen einfach Bikini Bottom und schieben es vor. Was, wenn er Pech hat? Naja, dann kommt er wieder auf Bewährung, aber was bringt ihn das so? Was, also jetzt mal Real Talk, was würde ihm Bewährung bringen. Halte ich persönlich für extrem unwahrscheinlich, weil erstens, welcher Vermieter würde sich das antun und zweitens, wenn er sich ein Haus kaufen wollen würde, wo er das dann machen könnte, er hat kein Geld dafür. Option Nummer 2, und das halte ich persönlich für viel wahrscheinlicher, er lebt von Hotel zu Auto, bis er in den Knast geht. Ende März hat er dann seine nächste Gerichtsverhandlung, weil er muss ja nochmal vor Gericht, weil er in Berufung gegangen ist gegen ein Urteil von 2 Jahren. Ja gut, wäre natürlich theoretisch klug, wenn er jetzt sagt, okay, ich nutze jetzt diese 2, 2,5 Wochen nochmal, um ein bisschen rumzufahren einfach. Um Spaß zu haben und weiß, dass ich eh in den Knast muss und deswegen lohnt es sich auch nicht, zum Beispiel jetzt eine Wohnung zu mieten, weil die müsste ja dann wieder aufgeben nach 2 Wochen, ne? Das wäre klug, Digga, aber so würde ich Drachenlord nicht einschätzen. Aber vielleicht sein Bewährungshelfer, vielleicht hat der auch gesagt, so, ja, ey, Bro, fahr rum, bis du in den Knast gehst und dann gucken wir weiter. Nach dem Knast könnt ihr zum Beispiel nach Madeira auswandern und das klingt jetzt wie ein Joke, aber das ist halt wirklich ernst gemeint, weil überlegt euch mal, dort gibt es nur andere Influencer und die würden ihn jetzt nicht wirklich verarschen, glaube ich zumindest. Und die würden, glaube ich, mit ihm gar nicht so zu tun hoch haben. Dort könnt ihr in Ruhe Videos machen, streamen und halt wenig Steuern zahlen. Und Option Nummer 3, meine Freunde, ich habe absolut keine Ahnung, was jetzt noch passieren könnte. Irgendwas anderes. Also ich meine, das Ding ist, also das kann ich mir persönlich halt überhaupt nicht vorstellen, muss ich sagen, Madeira auswandern. Ich glaube, der Drachenlord, der kriegt das auch gar nicht hin mit, ne, du musst dich ummelden, du musst alles machen, so, dafür brauchst du auch Kontakte, so. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Unge ihm helfen würde, weil, ja, ich glaube, für den Drachenlord ist es das Beste, wenn er wirklich aus Deutschland raus ist, so, ne, wenn halt nicht jeder Hinz und Kunz irgendwie zu ihm fahren kann, wenn er mal lustig ist, ne, sondern dass man wirklich ins Flugzeug muss, ne, dass man dann wirklich richtig reist und so, da würden schon weniger Leute hinfahren. Aber Real Talk, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass der Drachenlord dann auch da sehr viele Leute haben wird, die zumindest in der Urlaubszeit und so weiter dahin fahren. Und ich glaube, der hätte weder einen Unge Bock drauf, da hätte auch keine Ahnung, Orange Morange oder Skurrus Bock drauf. So, die würden ihm, glaube ich, safe alle nicht helfen. So, auf gar keinen Fall, ne? Und deswegen glaube ich nicht, dass er nach Madeira auswandert. Ja, wenn ich er wäre, wie gesagt, ich hätte mir entweder irgendwo abgelegene Wohnung gekauft und hätte aufgepasst, dass mir keiner hinterherfährt. Ich hätte mir generell auch nicht so ein auffälliges Auto geholt, davon mal ganz abgesehen. Ja, oder auswandern wäre wahrscheinlich noch das Beste, aber das geht, glaube ich, für Drachenlord halt nicht, ne? Irgendwas anderes. Vielleicht verpisst er sich auf Kuba. Auf die Schanze zurückgehen wird auf jeden Fall nicht mehr gehen, weil das Grundstück wird demnächst abgerissen und der Erde gleichgemacht. Dann kommt da noch ein Priester, der wird dort 2 Kälber und ein Lamm opfern, sich 3-mal im Kreis drehen und dann ist der Spuk vielleicht endlich vorbei. Jetzt im Moment gönne ich es natürlich am meisten den Nachbarn, die jetzt endlich ihre Ruhe gefunden haben. Wir machen demnächst ein großes Dorfest. Ja, das habe ich auch gesehen. Weil wir hoffen, dass... Ah, stimmt, mit Bewährung kann man, glaube ich, auch gar nicht auswandern, ne? Oder ist es so? Bleibt, gut, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Keine mehr kommen, weil wir wollen endlich einmal wieder unsere Ruhe haben. Was sagt ihr zu dem Thema, meine Freunde? Glaubt ihr, das Drachengame wird bald ein Ende finden oder wird es einfach nur weitergehen? Lasst mich gerne unten in den Kommentaren wissen, lasst mir gerne ein Abo da, lasst mir gerne ein Like da, falls ihr es noch nicht gemacht habt, meine Freunde. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen, damit bis zum nächsten Mal. Ja, gutes Video, sehr nice zusammengetragen auf jeden Fall. Ich wollte auch noch so ein Video dazu machen, wenn, nächste Woche vielleicht sogar. Ja, keine Ahnung, ich finde es krass. Ich finde es wirklich einfach krass, was da so abgeht.